Willkommen im Pure Women Sense Podcast, deinem Kanal für Wellness mit allen Sinnen erleben. Gesundheit beginnt beim Genießen. Ich bin Andrea Beerbaum, Host dieser Show und wünsche dir nun ein entspanntes und spannendes Hörerlebnis mit der kommenden Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Pure Women Sense Podcast. Ich darf heute die liebe Julia begrüßen. Und ja, bevor ich jetzt zu viel verrate, Julia, stell dich doch sehr gerne einmal selber vor. Wer bist du? Was machst du? Ja. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Wer bin ich? Also ich bin Julia, ich bin bald 37 und ich bin Mama von zwei Kindern. Was mache ich? Also ich zurzeit ist gerade sehr aktuell bei mir, ich bilde in Theta Healing aus, also ich bin Theta Healing Practitioner und auch bilde seit letzten Jahr 2020 auch aus in Theta Healing und da habe ich so meinen Weg gefunden oder meine Passion, was ich gerne an die Welt weitergeben möchte. Ja, super spannend, Theta Healing. Erklär doch einmal kurz bitte den Zuhörern, was ist denn Theta Healing? Das ist ja jetzt etwas nicht unbedingt Greifbares und wir sprechen heute über Sinne. Du bist quasi meine Sinnexpertin für das, was wir nicht anfassen können. Intuition, das Übersinnliche, das Hellfühlige. Was ist Theta Healing? Ja, Theta Healing ist immer ganz spannend. Ich versuche das immer so zu erklären. Ich finde es immer sehr schwierig zu erklären, aber Theta Healing ist, versuche mal so die richtigen Worte zu finden, ist eine, also ich überlege immer und sage immer, es ist eine Methode auf einer gewissen Art und Weise. Also wir kennen ja zum Beispiel Reiki oder andere Methoden. Das kann man nicht mit Theta Healing vergleichen, aber ich würde sagen, im Endeffekt ist es auch eine Methode, aber noch so viel mehr. Also wir können mit Theta Healing können wir ganz tief an Glaubenssätzen arbeiten, also an tiefen Glaubenssätzen, die uns ja sozusagen, man sagt ja immer, wir denken immer, wir sind sehr, sehr bewusst, unser Leben ist sehr bewusst, aber eigentlich sagt man ja so um die 90%, also es gibt ja verschiedene Angaben, aber laufen ja bei uns unbewusst ab, also wir werden sehr viel aus dem Unterbewusstsein gesteuert, also unser ganzes Leben, und das sind natürlich auch die Glaubenssätze, die uns halt prägen, die wir halt gelernt haben in unserer Kindheit oder vor vergangenen Leben oder aus der Ahnenlinie oder unsere Seele halt mitgebracht hat. Und Theta Healing ist unter anderem ein super, super Tool, um tief an Glaubenssätzen zu arbeiten. Also wir arbeiten im Theta Healing auch mit der Theta Gehirnwelle. Das kennen viele vielleicht auch aus der Hypnose. Sozusagen, wenn wir einen einfachen Zugang ins Unterbewusstsein haben und da können wir mit Theta Healing, man sagt im Theta Healing graben sozusagen, also man gräbt nach tiefen Glaubenssätzen, das heißt so graben. und können da tiefe Glaubenssätze verändern. Also nicht wir, das ist ganz wichtig bei Theta Healing. Es läuft alles über die, wir sind verbunden als Practitioner mit der, ich sage immer Schöpfungsenergie, aber wir alle haben unseren verschiedenen, also jeder hat einen eigenen Namen. Ne? Einer sagt Gott, einer sagt Universum, universelle Kraft, das große Ganze oder wie auch immer. Also wir können alle unseren eigenen Namen haben. Also man braucht bei Theta Healing auch nicht religiös sein oder so, ist völlig egal. Und wir sind verbunden mit der Schöpfungsenergie. Also ich sage jetzt, wie gesagt, Schöpfungsenergie oder Schöpfung dazu. Und wir als Practitioner sind sozusagen nur der Kanal zwischen denen, mit denen wir arbeiten, also Klientin oder wie auch immer, mit wem wir arbeiten. Wir sind der Kanal, wir sind in Kommunikation mit der Schöpfungsenergie verbunden. Wir sind in der Theta-Gehirnwelle. Der Klient automatisch auch, weil er mit uns im Feld verbunden ist. Also wir verbinden uns energetisch auch mit dem Klient oder der Klientin. Und wir bezeugen eigentlich nur. Also wir als Practitioner bezeugen, wir weisen an sozusagen und bezeugen nur das, was die Schöpfungsenergie macht sozusagen. Und das ist ganz, ganz spannend. Also ein Teil von Theta Healing, ein großer Teil von Theta Healing. Ja. Und dann ist es für mich aber weit mehr als eine Methode. Es ist für mich wirklich eine Art, wie man oder wie wir uns daran erinnern, was für Fähigkeiten wir haben. Also was für wundervolle Fähigkeiten wir haben, die wir alle haben. Also wir haben alle diese intuitiven, diese wundervollen Fähigkeiten. Wir haben sie nur vergessen oder halt mit unseren Glaubenssätzen oder Programmen oder wie auch immer wir das nennen möchten, einfach
versteckt, ganz, ganz tief unten. Und wir haben alle diese wundervollen Fähigkeiten. Und es ist halt, wie gesagt, für mich mehr als nur, weil wir erinnern uns tief dran. Und Theta Healing hilft uns daran, uns wieder an diese Fähigkeiten zu erinnern, in dieser bedingungslosen Liebe. Zum Beispiel die Schöpfungsenergie, das ist, wenn wir verbunden sind auf der siebten Ebene, das ist die, also die Schöpfungsenergie ist die siebte Ebene, es gibt sechs, sieben Ebenen im Theta Healing. Und das ist bedingungslose Liebe. Das ist die reinste bedingungslose Liebe, die Energie von bedingungsloser Liebe. Und wir erinnern uns mit Theta Healing daran, dass wir auch bedingungslose Liebe sind, dass wir Kinder dieser Energie sind. Und das ist so, so, so wundervoll. Also deswegen liebe ich Theta Healing einfach. So, ja. Ja, total. Super spannendes Thema. Und du hast jetzt ja schon angesprochen, ähnlich, aber doch nicht auch wieder wie Reiki. Reiki ist ja universelle Lebensenergie. Und auch da muss man ja nicht spirituell oder religiös oder was auch immer sein. Das ja, Re bedeutet ja einfach universell und Ki Energie. Und im Theta Healing, ja, hast du ja auch schon gesagt, arbeitest du mit den Theta Wellen. Wir haben ja verschiedene Bewusstseinszustände, Alpha, Beta und Theta ist dann ja der Zustand, wo wir direkt aufs Unterbewusstsein zugreifen können. Und deswegen ist das so eine spannende Methode auch für mich, auch wenn ich sie jetzt noch nicht selber angewendet habe. Aber ich habe ja schon mal bei dir einen Infoabend gemacht und ich habe schon ganz viel von Theta Healing gehört und gelesen. Und auch tatsächlich schon Teilnehmern in meinen Entspannungs- und Aromakursen gehabt, die Theta Healing Ausbildungen hatten. Und so bin ich eigentlich überhaupt erstmal darauf gekommen, mich damit zu beschäftigen. Weil das, was ich ja als Heilpraktiker für Psychotherapie mache, ist ja auch Glaubenssatzarbeit. Nur muss ich da ganz ehrlich sagen, und deswegen bin ich ja in meiner Praxis inzwischen auch alternativer und ganzheitlicher mit Reiki aber unterwegs, weil ich festgestellt habe, diese dysfunktionalen Gedankenmuster, so nennen wir das ja im Fach Jargon, was ja nichts anderes als Glaubenssätze sind, die mit klassischer Psychotherapie aufzulösen oder da zu dekonditionieren, das ist super aufwendig, das braucht so viele Sitzungen, zum Teil Monate, Jahre. Das ist einfach nicht sehr effektiv, aber da sind wir ja auch immer an dieser bewussten Ebene. Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, ne, Literatur geht da auseinander, 90, 95% sind unbewusst. Und die klassische Therapie arbeitet mit diesen 5% Bewusstsein. Das ist natürlich echt langwierig. Und so bin ich eben auch ein Fan geworden von Methoden oder Tools, wo wir einfach auch für unsere Klienten, Patienten schneller an den Kern kommen, weil ganz ehrlich, wer hat denn Zeit zum einen und auch Lust, da jetzt Wochen, Monate, Jahre mitunter zu arbeiten? Und was ja auch noch gar nicht so lange in der Schulmedizin, du bist ja auch Krankenschwester gewesen wie ich, wir kennen das ja beide, noch nicht so anerkannt ist, dass wir, du hast das auch schon gesagt, über Generationen diese Kollektiv Konflikte oder Wunden da mitgebracht haben, unsere Seelen einfach, ja, vielleicht gar nicht unsere eigenen Geschichten da auch mitbringen. Und das finde ich so spannend beim Theta Healing. Du hast ja auch die Ebenen erwähnt, die siebte Ebene, dass wir da wirklich auch diese Generationsarbeit leisten können. Ja, es ist total, also ich finde es auch sehr, sehr, sehr spannend immer wieder. Also auch gerade wenn wir mit den Ahnen sozusagen arbeiten. Es ist halt so spannend, was im Theta Healing, einmal um den Bogen dahin nochmal gleich wieder zu den Ahnen zu kriegen, es ist halt sehr, sehr wichtig auch, dass wir verstehen, warum wir gewisse Glaubenssätze haben, warum wir sie kreiert haben, warum wir die vielleicht von unserer Uroma oder von Ur-Ur-Ur-Uroma oder Ur-Ur-Urgroßvater oder warum wir sie vielleicht auch aus dem Kollektiv übernommen haben. Und da ist es ganz wichtig, im Theta Healing auch zu verstehen für uns, weil das ist so dieser Transformationsprozess, wo wir verstehen, aha, weil wir haben aus jedem Glaubenssatz Fähigkeiten, wundervolle Fähigkeiten, die wir lernen. Unsere Seele ist hier, weil sie Tugenden, Fähigkeiten lernen möchte, sozusagen, um jetzt in meiner Perspektive sozusagen wieder nach Hause gehen zu dürfen. Ja, also die Meisterschaft zu erreichen. Wir sind alle, die meisten, die sich, also viele von uns sind Kinder von aufgestiegenen Meistern oder waren selbst schon auf Seelen. Ebene sozusagen aufgestiegene Meister und wir sind einfach wieder hier, um zu helfen in meiner Perspektive sozusagen, um hier ganz viel zu bewegen auf der Erde und genau, um zu verstehen. Also das ist total so einfach so dieser Aha-Effekt. Ah, okay, ich habe aus dem Glaubenssatz, nö, 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 habe ich gelernt,
was Selbstliebe ist oder was Empathie ist oder was, also solche wundervollen Sachen. Und da ist es im Theta Healing total spannend auch zu verstehen. Also dann entkoppeln wir das, also dann macht die Schöpfung, weisen wir es an, dass es entkoppelt wird von dem Glaubenssatz und sozusagen integriert wird. Diese Fähigkeiten, die wir halt daraus gelernt haben, das ist so total kraftvoll. Und das ist auch dann so spannend zu verstehen, warum wir vielleicht gewisse Glaubenssätze von unseren Ahnen halt mitgebracht haben. Ja, weil wir jetzt vielleicht hier sind, um genau dieses Thema für unsere Ahnen nach vorne und nach, also nach vorne und nach hinten, das ist ja beid, also in beide Richtungen, auch für unsere Ja, genau, Nachkommen, in ja, beide Richtungen. auflösen können. Und das ist so, so spannend, so dieses Bewusstsein auch, ja, wir sind verbunden, DNA-technisch und auch energetisch mit unseren Ahnen. Und was du halt auch meintest, ist, die Wissenschaft kommt ja langsam auch dahinter, Ja, also langsam. sieben Generationen sind ja schon anerkannt, wissenschaftlich. Genau, das ist ja schon mal, Ja, das ist was. schon mal etwas. Ne, also, aber das ist so, so spannend und das finde ich so mit Theta Healing einfach wirklich das zu verstehen oder warum, ja, mit den Ahnen und dass wir das halt auch transformieren können für unsere Ahnen. Ja, das ist so, Ja, so kraftvoll. und für die jetzige Generation, das fand ich ja so super spannend, denn wir sehen ja irgendwie, also natürlich ist es achtsam, im Hier und Jetzt zu sein und nicht immer in der Vergangenheit und nicht immer in der Zukunft, aber trotzdem ist es ja eins. Und wenn wir nur im Hier und Jetzt sind und Vergangenheit und Zukunft so ausklammern, dann ist es ja auch wieder nicht dieses Einssein und verbunden sein. Da gehört für mich eben beides zu. Und wir, die wir jetzt ja hier sind, wir haben die Informationen einfach und darüber sind sich viele Menschen gar nicht bewusst, da sind wir wieder beim Bewussten und Unbewusst, die Information aber von zwei Weltkriegen in uns. Und das sind nur zwei oder drei Generationen gerade, über die wir sprechen. Jetzt sind sieben Generationen ja schon offiziell anerkannt. Wir sprechen gerade auch, also ist die Diskussion bis zur 11. Generation, das ist ja Wahnsinn. Aber alleine zwei, drei Generationen zurück haben wir zwei Weltkriege, dann jetzt noch diese globale Pandemiegeschichte dazu on top, von der wir ja selber betroffen sind, bewusst. Und wir können ja durch Theta Healing, so habe ich es zumindest verstanden, wenn wir diese Konditionierung und diese Glaubenssätze im Kollektiv oder auch für uns lösen, nach hinten, ja, für unsere Ahnen und aber auch für die Kinder, also für unsere Kinder. Wir sind ja auch beide Mama. Und das finde ich so super wichtig und wertvoll. Und deswegen möchte ich eben darüber heute auch in der Folge sprechen. Deswegen habe ich dich eingeladen, weil wir, wenn wir, also wir Eltern jetzt oder unsere Generation das auflöst, diese Arbeit macht, diese Glaubenssatzarbeit und gräbt, dann lösen wir das ja gleich für unsere Kinder und Kindeskinder mit auf. Also die haben dann auch weniger, ja, Herausforderungen, dann die können sich dann mit ihren eigenen Sachen besser beschäftigen. Ne? Wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja. Und das finde ich so wertvoll. Das kann ich mit klassischer Psychotherapie jetzt mal auf meine Praxis zukommen, gar nicht erreichen. Und deswegen finde ich eben diese alternativen Methoden, ja, du hast ja gesagt, es ist mehr oder weniger irgendwie doch eine Methode, auch wenn es ja nicht so greifbar ist, super spannend und effektiv. Und arbeitest du beim Theta Healing auch mit bestimmten Frequenzen, Tönen, um das zu unterstützen manchmal? Nee, also ich arbeite eigentlich nur mit der Schöpfungsenergie, also mit mir, Schöpfungsenergie und mit dem oder der Klientin. Mehr brauchen wir zum Theta Healing eigentlich nicht. Also mehr brauchen wir dazu nicht. Und wie lernt man denn jetzt Theta Healing? Also wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, du sagst, du bietest ja seit einiger Zeit auch Ausbildung an, wie läuft denn so eine Ausbildung dann ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also ich mache primär Online-Ausbildung. Also es ist jetzt auch seit, ich weiß nicht, 1 oder 2 Jahren jetzt auch, dass wir auch online unterrichten können und dürfen, sozusagen von der Begründerin Vajana Stibel, die ja Theta Healing sozusagen empfangen hat von der Schöpfungsenergie. Und genau, und es gibt halt eine Grundausbildung, die besteht aus 3 Seminaren. Also das ist einmal das Basic DNA-Seminar, das Advanced DNA-Seminar und das Dig Deeper. Dig Deeper, da kommt wieder dazu im Graben. Ja, das tiefer Sozusagen, graben. genau, und das ist halt sozusagen die Grundausbildung. Ja, Ja. also die muss, du kannst auch, wir dürfen auch schon nach dem Basic DNA-Seminar, dürfen wir auch schon mit Klienten arbeiten. Können wir auch schon, aber es sind so die 3 Grundausbildungsseminare. Und das ist auch immer, was ich so aus meiner Perspektive auch wirklich empfehle zu machen, weil das Ja. wirklich
sozusagen, gerade mit dem Dig Deeper, wo wir dann wirklich 2 Tage sozusagen fast nur graben. Genau, und die, ich unterrichte zurzeit das Basic in 3 vollen Tagen, also wirklich 8 Stunden, natürlich nicht 8 Stunden durch, sondern auch mit genug Pause und Mittagspause, aber wirklich 3 ganze Tage, das Advanced den auch in 3 Tagen und das Dig Deeper in 2 Tagen. Viel, es gibt auch andere, die das auch abends unterrichten oder wie auch immer. Da gibt es ganz viele verschiedene. Genau, und das ist sozusagen die Grundausbildung online. Und ja, das ist ganz, ganz spannend. Wir erinnern uns in dieser, also es ist sozusagen, wir, ja, wir müssen schon auf einer gewissen Art und Weise Sachen wieder trainieren. Also gerade die Verbindung zur Schöpfungsenergie, ja, sozusagen müssen wir wieder erstmal uns daran erinnern und auch trainieren. Also es gibt auch eine Meditation nach oben in die 7. Ebene, die lernen wir in der, gerade im Basic DNA-Seminar. Aber es ist eigentlich nur ein Erinnern an unsere Fähigkeiten sozusagen. Und wir machen, das ist sehr, sehr spannend. Also gerade im Basic DNA-Seminar ist es schon so, wir haben ja auch so ganz tolle Übungen. In der Grundausbildung Schutzengel, dass wir Schutzengel von uns treffen, dass wir einen Ahn treffen, dass wir in unsere Zukunft gucken können, dass wir uns an unsere Zukunft erinnern. Das ist Bestandteil der kompletten Ausbildung im Detail, also der Grundausbildung. Und das ist halt einfach auch so spannend. Das ist wirklich so von Schritt für Schritt erinnern und wir uns immer mehr an unsere wundervollen Fähigkeiten. Und durch das Graben auch, wir graben auch in Basic DNA, lernen wir schon sozusagen. Fangen wir schon an, so in Baby-Steps sozusagen, verstehen, okay, wo können Glaubenssätze liegen? Das sind dann so 4 Glaubensebenen gibt es dann noch. Also es gibt einmal die 7 Ebenen der Existenz und dann die 4 Glaubensebenen. Dann üben wir, wie wir das bezeugen, also visualisieren ganz viel, dass wir unsere Visualisierungskraft sozusagen wieder uns, also einige Menschen sind ja super im Visualisieren, einige haben andere Sinne mehr aktiviert und das üben wir auch. Und genau, eigentlich ist es ein Erinnern. Und ich finde es immer so wundervoll zu beobachten, auch so von Tag 1 bis dann Tag 2, 3 vom Basic DNA, was schon so viel passiert ist, was die Teilnehmerinnen einfach auch können. Es ist wirklich nur ein Erinnern und ganz viel Themen loslassen, ganz viel Sicherheit. Also da spielt auch ein ganz großes Sicherheitsthema, was wir ja alle haben. Ja, deswegen haben wir ja Ja, alle unsere Hellsinne. absolut. Haben wir Absolut. uns ja Also es schüttelt. ist so die Verbindung wieder zu sich selber und natürlich auch mit der Schöpfungsenergie, die ja viele gerade in unserer Gesellschaft, also vor allem in den westlichen Hemisphären, würde ich jetzt mal behaupten, irgendwie verloren haben. Das sehe ich immer so an meinen Klienten und Patienten. Die haben so eine diffuse Idee irgendwie, was mit ihnen nicht stimmt oder was ihnen auch gut tun könnte. Aber es ist keine Verbindung mehr zur eigenen Intuition da. Und für viele ist ja Intuition auch schon gleich irgendwie, ah, oh nee, so Esokram, geh mal weg, ne? Ja, ist es ja aber überhaupt nicht. Und es hat damit ja auch gar nichts zu tun. Man muss ja nicht mal wirklich spirituell sein. Es ist ja einfach da. Und die einen spüren das mehr, die anderen spüren das weniger. Und das ist aber da, es ist ja einfach ein Fakt, auch wenn wir es wissenschaftlich jetzt nicht anfassen können. Ganz viele Menschen haben das ja, dass sie das schon so, ja, einfach wahrgenommen haben. Und so ging mir das auch. Ich habe mich ja schulmedizinisch lange dagegen gewehrt, was ich da so wahrgenommen habe. Aber ich habe es wahrgenommen. Also, ich habe da gar nicht aktiv dran geglaubt, es war da. Ne? Und was würdest du sagen, brauche ich denn jetzt für Voraussetzungen? Also klar, grundsätzliches Interesse natürlich, aber können wir Theta Healing bei jedem Menschen anwenden? Ja, So kann das also jeder lernen. es kann jeder lernen, weil wir all diese Fähigkeiten in uns Das haben. ist Also schon in uns. Ne? Du genau. reaktivierst das quasi, wenn ich das so richtig verstanden Genau. habe. Okay. Und Genau. kann ich Theta Healing dann, wenn ich das gelernt habe, bei mir selber anwenden? Wie funktioniert denn das dann? Genau, das ist super. Also das ist super, dass wir auch mit uns selbst arbeiten können. Also das lernen wir auch. Also oder erinnern uns daran, dass wir auch an uns selbst arbeiten können, sozusagen. Nicht nur mit Klienten oder anderen Menschen. Also viele machen auch die Ausbildung gar nicht, um damit auch zu arbeiten. Jetzt sage Ja, ich mal sondern für sich. businesstechnisch. Für sich machen ganz viele, also nicht jeder möchte da jetzt irgendwie mitarbeiten, ist auch eher vollkommen in Ordnung. Und das, wir können auch da wirklich an uns selbst arbeiten. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, dass ich manchmal, wir haben das ja immer mal, dass wir, was weiß ich, auf der Straße sind oder irgendwo sind und ich dann merke so, boah, da triggert mich gerade irgendwas. So, also kenne ja so dieses, oh, da war jetzt irgendwas. Und dass ich dann merke, okay, dass ich dann merke, okay, das ist jetzt ein, wahrscheinlich steckt da ein Thema hinter. Und dass ich dann auch an mir selbst
sozusagen graben kann und selbst sozusagen den tiefsten Glaubenssatz. Also da bin ich halt einfach, ich bin ja immer in Kommunikation mit der Schöpfungsenergie, aber da bin ich sozusagen direkt, da ist dann ja keiner mehr sozusagen dazwischen, sondern ich mache es dann sozusagen, arbeite ich an mir selbst. Und das ist total super, weil wir dadurch oder gerade ich oder auch viele meiner Kolleginnen oder ne, in der Community einfach, es ist halt einfach, wir können dann auch so einfach mal so Themen einfach schnell erkennen und mit der Schöpfungsenergie sozusagen neue Glaubenssätze denen einmal raus bezeugen, dass das die Schöpfungsenergie macht und dann den neuen bezeugen, die da sozusagen in unser System fließt. Und das ist halt einfach wundervoll. Also, Ja, ja. total. Ja, auch eben, dass es schnell ist. Das ist ja auch in dieser Gesellschaft, in der wir uns befinden, einfach wichtig für viele Menschen, dass sie schnell an bestimmten Themen und Glaubenssätzen arbeiten, weil wir haben ja einfach nicht die Zeit, uns da mitunter Monate, Jahre hinzusetzen. Und es ist ja auch super anstrengend. Ich spreche da aus Erfahrung, wenn man da so ein Thema hat und man wird das nicht los und einfach irgendwie hinsetzen und ja, wir formulieren diesen Glaubenssatz jetzt mal positiv neu um. Das ist alles schön und gut. Es braucht dann, weil das ja eben, das heißt ja nicht umsonst Basic DNA, ne? Weil es eben in unseren Zellinformationen auf Zellebene ganz, ganz elementar daraus, wo wir gemacht sind, verankert ist. Da reicht es nämlich mitunter nicht. Wir schreiben jetzt einfach mal einen positiven neuen Glaubenssatz auf. Und dann wundern wir uns, warum das nicht funktioniert. Da braucht es dann einfach ein bisschen mehr. Ja. Und wie begegnest du denn jetzt Menschen, die dem Ganzen etwas skeptisch gegenüber Das ist eine gute stehen? Frage. Das wird dir ja bestimmt auch begegnen, so wie es mir Ja. auch hier mit Reiki und selbst mit Aromatherapie ja noch begegnet. Was machst du mit denen? Ich bin da ganz, ganz immer in Liebe. Also ich Ja, bin sowieso. immer, ich ver ja, aber es ist, ich versuche dann immer so in Liebe zu sein. Und ich habe das natürlich auch, das war am Anfang auch so, als ich dann irgendwie mit Theta Healing angefangen habe oder allgemein wieder mehr mich an meine spirituellen Fähigkeiten auch erinnert habe. Das ist ja auch ein Prozess bei mir gewesen und ist weiterhin auch noch ein Prozess. Ich bin ja auch noch lange Natürlich, nicht. wir sind ja immer in einem Prozess, in einem Wandel, ne? Das hört ja nicht auf, das Genau. Leben. Und das ist auch so spannend. Ich bin da total offen und ich erzähle ganz, ganz offen. Es war aber auch ein Prozess, da offen drüber zu sprechen, was ich mache. Weil für mich war das am Anfang auch so, okay, wenn ich jetzt irgendjemanden erzähle, oh, dass ich irgendwie mit Schutzengeln spreche oder was weiß Ja. ich, ja, solche Sachen. Oder ich in meine Zukunft gucke oder wie auch immer. Da war dann am Anfang immer noch so, dass man auch Glaubenssätze, die ich natürlich auch gelöst habe, Ja. sozusagen, die wir lösen durften. Ich versuche das immer so, ja, ich erzähle, was ich mache so, und bin aber auch da voll klar und sage, das ist für meine Realität und das ist mein, so wie ich die Welt sehe. Und bin dann aber auch total offen, wenn jemand das anders sieht, weil wir haben alle unsere verschiedenen Realitäten. Also jeder und jede Ja, ist und auch unsere Themen berechtigt. auch, ne? Und wahrscheinlich gibt Genau. es dann auch ein Thema, warum das anders gesehen wird. Genau, das ist ja auch oft, Ja. steckt auch dahinter. Und ich bin sehr offen für Fragen, bin aber auch sehr offen dafür, ja, das ist vielleicht nichts für mich. Und ich habe ganz die Erfahrung gemacht, als ich angefangen habe, sozusagen meine Grundausbildung damals zu machen und wie gesagt, den Weg zu gehen, waren am Anfang sehr viele Menschen skeptisch, so, was macht die Ja. denn da jetzt? Und das ist ja alles irgendwie. Ja, Und ja, jetzt die Menschen immer mehr, okay, das hört sich voll spannend an und ah, ja. wirklich und ach ja, also es ist wie gesagt ja auch viel mehr. Wir können auch, also wir arbeiten auch mit Pflanzen zusammen, kommunizieren mit Pflanzen und Bäumen und auch mit Kristallen und es ist wie gesagt ja viel mehr. Das ist wirklich, ne, Theta Healing ist viel mehr, einfach wirklich erinnern an unsere wundervollen Fähigkeiten. Und die sind, also die Menschen werden immer offener. Das ist so meine Erfahrung, die ich habe. Die sind Das nicht mehr. finde ich auch, ja. Wenn ich jetzt sage, so, ja, ich habe jetzt irgendwie gerade mit meiner Pflanze gesprochen, was sie hat, weil die, also ich sehe jetzt gerade hier meine eine Pflanze, so, und die lässt gerade so, ich habe mit der, was die halt braucht, dann ist nicht mehr so, ah, okay, du redest mit deiner Pflanze, ist ja so ein bisschen strange, nein, das ist, sondern die Menschen werden, also die ich jetzt so in meinem Umfeld habe, sind sehr, sehr offen dafür. Auch wenn die dann sagen, so, ja, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber sind offen. Und das finde ich so schön. Und meistens habe ich wirklich
selten mit Menschen zu tun, die jetzt sagen, das ist völliger Hokuspokus oder so. Das habe ich ja wahrscheinlich auch, weil ich die Menschen gar nicht so in meinem. Das Umfeld ändert sich ja auch mit, wenn wir uns verändern. Das habe ich auch festgestellt. Ich bewege mich ja auch nicht mehr in dem Umfeld, was schon allein die Aromatherapie, die ja auch ein Teilbereich der anerkannten Phytotherapie ist, abgelehnt hat. Also hier oben im Norden ist es ja alles noch mal ein bisschen anders als im Süden von Deutschland oder Mitteldeutschland, ne? Da ist das alles viel normaler schon. Aber in diesem Umfeld bin ich nicht mehr. Im Krankenhaus, wo das so zum Großteil komplett abgelehnt wurde. Und so haben sich die Menschen auch verändert. Das ist ja auch ein Prozess, der dann mit einhergeht. Und ich selber war ja ganz lange skeptisch und habe dann einfach ausprobiert, also Reiki und bei dir ja auch Theta Healing. Und ja, ich glaube, wir können einfach die Methoden, wenn wir jetzt mal als Methode das belassen wollen, für sich selber sprechen, ne? Also ich lade da auch immer gerne ein, das machst du ja auch mit Schnupperabenden zum Beispiel, ne? Einfach mal ausprobieren und wirken lassen. Das ist, glaube ich, gerade bei diesen Dingen, die wir nicht greifen können, ist die Selbsterfahrung das Sinnvollste, was man anbieten kann einfach, ne? Und wenn jemand gerne das mal ausprobieren möchte, dann selbst erfahren und wenn nicht, ist das auch völlig in Ordnung. Aber ja, da ziehen wir dann auch andere Menschen immer mehr an. Und die kamen ja dann so zu mir. Ich hatte immer mehr Reiki-Meister in meinen Kursen und dann eben auch Theta Healing Practitioner. Und das war für mich ja auch so der Moment damals, wo ich dachte, okay, das Universum schickt mir jetzt die Menschen hier vermehrt hin. Dann guck doch mal, was da so, ja, möglich dann ist, ne? Weil ich auch so diesen Zugang zu mir nicht mehr hatte. Mir das aber nicht erlaubt habe, schulmedizinisch als Krankenschwester, weil ich eben, jetzt habe ich ja auch noch in der Psychiatrie gearbeitet, wenn ich da was erzählt hätte, ich spreche mit Pflanzen oder Engeln, hätten meine Kollegen gesagt, möchtest du ein Bett bei uns? Ne? Also wir haben ja gerade, möchtest du Auf auch? jeden Fall. So, ne? Da bin ich ja nicht mehr. Und wenn wir selber offen das kommunizieren, dann kommt das bei unserem Umfeld natürlich auch ganz anders an, als wenn wir da irgendwie selber mit unserer eigenen, ja, Schöpfungskraft hinterm Berg halten. Das merken die ja auch, ne? Wenn wir da unsicher sind. Und deswegen finde ich das auch super, dass wir heute den Podcast aufgenommen haben, um das wirklich auch in die Welt zu bringen, dass es ja ganz viele wunderbare Tools gibt, Alternativen, ganzheitlich auf den Menschen und hier sogar eben, das finde ich so besonders, dieser Blick auf Gegenwart, Vergangenheit, unsere Ahnen, die wir in unserer Gesellschaft ja auch, außer jetzt vielleicht, wenn wir mal zur Kirche gehen, hier Toten Sonntag, 1. November, Allerheiligen und so, haben wir nicht wirklich viel, wo wir mal uns mit unseren Ahnen beschäftigen und die auch ehren und dass die da sind immer noch irgendwie und ne, wir die auch mit einbeziehen können, auch als Ratgeber, ja. Ne? Und in Zukunft, ja, da sind wir alle irgendwie, ne, oh Gott, was ist morgen? Also dieses Ganzheitliche fehlt mir immer noch so ein Stück und da machst du ganz wertvolle Arbeit. Das finde ich Vielen, vielen total Dank. schön. Ja, mit Theta Healing, dass du das den Menschen ja auf diesen verschiedenen Ebenen, die es einfach gibt, nahe bringst. Ja. Wir verlinken natürlich noch in den Shownotes, wie man mit dir arbeiten kann. Du hast ja regelmäßig dann, wir starten dann im Sommer mit der Folge. Du hast dann auch wieder im Herbst Termine, die sind natürlich dann zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung in den Shownotes. Und Basic DNA ist das erste Seminar und dann gibt es noch zwei weitere in der Grundausbildung und dann folgen immer so themenspezifische, habe ich richtig verfolgt, ne? Genau. Es gibt ja unglaublich viele Ja. Seminare schon im Theta Healing. Es kommen auch immer mehr. Und genau, ich habe noch einige andere aufbauende Seminare sozusagen. Ich habe jetzt. Ich sehe gerade vier weitere Seminare, die ich jetzt zurzeit unterrichte. Und die kommen dann immer nach der Grundausbildung sozusagen, weil die kann man erst machen, wenn man Ja, sozusagen das Dig Deeper quasi das Upgrade dann. abgeschlossen hat. Genau, ganz, ganz schön. Sehr schön. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, liebe Julia, dass wir heute darüber gesprochen haben und den Menschen ein bisschen, ja, so die ganzheitliche Sicht durch Theta Healing nochmal nahegebracht haben und auch das, ja, der Zugang zu uns, dass der eigentlich da ist und reaktiviert werden kann. Das ist die gute Nachricht. Ja, auf jeden Und Fall. alles Vielen, vielen schon, Dank. ja, und alles schon in uns ist. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören, dass ihr heute wieder dabei wart und natürlich auch bei dir, Julia. Bin sehr gespannt, wann wir uns wo noch wie begegnen. Und ja, wünsche dir jetzt alles Liebe und einen schönen Tag. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.
Wie wunderbar, dass du bei dieser Folge mit dabei warst und bis zum Ende dran geblieben bist. Vielen lieben Dank. Alle Infos zu meiner Arbeit und mir, den Praxis- und Online-Angeboten, findest du auf meiner Website www.aromapraxis-beerbaum.de. In meiner alternativen und ganzheitlichen Heil- und Gesundheitspraxis liegt der Fokus auf Wohlfühlen und mit allen Sinnen erleben. Genieße höheres Wohlbefinden, weniger Stress und ein entspannteres Leben. Natürlich und ganzheitlich begleite ich Frauen und Paare in allen Lebensphasen, indem ich ihnen zeige, wie sie ihre Bedürfnisse besser wahrnehmen und dadurch mehr Sicherheit erfahren. Verbinde dich super gern mit mir auf deinem Lieblingskanal im Social Media. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, die Inhalte für dich hilfreich sind, dann teile ihn herzlich gerne mit lieben Menschen, die auch profitieren dürfen. Und hinterlasse dem Podcast und mir sehr gerne deine 5-Sterne-Bewertung. Herzensdank an dich für deine große Wertschätzung meiner kostenfreien Inhalte. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.